Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Was gibt es nicht bitte Gruseligeres als der Akinator? Wer stimmt mir zu? Der postet mal jetzt einen Genie unten in die Kommentare. Ich meine, so ein Emoji gibt es. Also, ich finde ihn mega spooky, weil wenn man mal darüber nachdenkt, das ist irgendwie ein virtueller Flaschengeist auf irgendeiner Internetseite, der einfach mal immer weiß, an wen du denkst. Du musst einfach nur Fragen mit ja, nein, weiß ich nicht, vielleicht beantworten. Und am Ende weiß er irgendwie immer, an wen du denkst. Egal, wer oder was es ist. Das ist so unheimlich, dass ich mir dachte, ich guck mal, ob die Geister diesmal auf meiner Seite sind. Und zwar um 3 Uhr nachts. Sind sie eher auf seiner Seite oder auf meiner Seite? Ich versuche, den Akinator zu besiegen. Diesmal mit Gruselfiguren. Auch noch das, Leute, ja. Normal gibt es bei mir nicht. Das wisst ihr ja schon. Leute, lasst mir jetzt unbedingt Daumen nach oben da, wenn ihr an mich glaubt und meint, dass ich wenigstens einmal es schaffe, den Akinator zu besiegen. Und er nicht herausfindet, wen ich meine. Fehlt mir 15.000 von euch, die an mich glauben. Dann lasst mir jetzt einen Daumen nach oben da. Seid ihr Team Becky? Ich hoffe doch. Und nach wen werde ich fragen, Leute? Ich dachte mir auf jeden Fall Grimace. Mal gucken, ob er Grimace kennt oder den Grimace Shake. Auf jeden Fall den Game Master. Vielleicht auch nochmal Megan. Kennt ihr Megan? Auf jeden Fall ist sie creepy. Und falls der Akinator nicht so lange braucht, vielleicht fragen wir noch nach dem kleinen Geist hier. Nach diesem flauschigen kleinen Geist. AKA Geburtstagshund Fluffy. Und Leute, passend zum Thema. Hattet ihr mal so einen Moment? Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Story dazu, ja? Wo ihr mal vielleicht mit einem Freund oder die Freundin dasselbe gedacht und gleichzeitig gesagt habt. Schreibt das lieber gerne rein, weil ich finde das immer voll Gänsehaut, wenn sowas passiert. Und Leute, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und let's go. Wusch. Erste Frage, Leute. Ist deine Figur männlich? Fragt Akinator. Ja, nein, ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es eigentlich gar nicht wirklich. Ich denk mal schon, ne? Wahrscheinlich, sag ich mal lieber. Weil es ist ja kein Mensch, ne? Ist deine Figur deutscher YouTuber? Nein, auf gar keinen Fall. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Irgendwie ja schon, ne? Ja und nein. Ich sag eher nein. Hat deine Figur Kleidung an? Nein. Er ist nackig. Ist deine Figur böse? Ja? Schon? Also ich meine, mit seinem Shake und so steht deine Figur auf 2 Beinen. Sag mir nicht, er wird es erraten. Er kommt immer näher an das ran, was ich denke. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ja, er hat 2 Beine. Ist deine Figur blau? Nein. Er denkt wahrscheinlich jetzt an das blaue Monster von Rainbow Friends, kann ich mir vorstellen. Nein. Hat deine Figur etwas mit der Farbe grün zu tun, Leute? Ich sag's dir, Rainbow Friends. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist falsch. Mag deine Figur Süßigkeiten? Zählt der Shake als Süßigkeit? Ich sag einfach mal wahrscheinlich, weil es ist ja süß. Hat deine Figur was mit Regenbogen zu tun? Ich sag ja Rainbow Friends. Er denkt Rainbow Friends. Nein, wir sind schon bei Frage 12. Ist deine Figur rot? Er muss sich schon anstrengen. Leute, vielleicht schaffen wir es. Nein. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Zählt das so richtig, wenn die Leute jetzt langsam anfangen, so Games dazu zu erstellen? Eher weniger, ne? Stammt deine Figur aus einem Spiel? Nein. Kann deine Figur sprechen? Das weiß ich gar nicht. Kann er sprechen? Ich weiß es nicht. Hat deine Figur Haare? Ja, jetzt kommt er langsam wieder immer näher. Hat deine Figur ein Fell? Ja, würde ich schon sagen, ne? Spielt deine Figur in einer Serie? Nein. Hat deine Figur Hörner? Nein, was denkt er? Singt deine Figur Schlager? What the heck, was hat Fell und singt Schlager? Nein. Ist deine Figur ein Bär? Nein. Ist deine Figur klein? Nein. Ich denke mal, er ist größer als ich. Ist deine Figur rebellisch? Ich weiß nicht. Hat deine Figur etwas mit Wölfen zu tun? Nein, wir sind schon bei Frage 25. Ist deine Figur eine Socke? Welche Figur ist eine Socke mit Fell? Was? Leute, erste Runde, wer hat an mich geglaubt? Oh mein Gott. Ich denke an Bigfoot. Sorry, nein. Er fragt aber gerade hier nach verschiedenen Figuren. Und jetzt guckt mal, wer hier ist. Grimace, McDonaldland. Es wurde noch nicht so oft gespielt, deswegen weiß er das wahrscheinlich auch noch nicht. Aber wir haben es geschafft, ihn zu besiegen in der ersten Runde. Wow. Okay, kommen wir jetzt zur nächsten Figur. Und das wird er hier sein. Mal gucken, ob wir es schaffen. Hat deine Figur Kleidung an? Ja. Ist deine Figur ein erwachsener Mann? Ich weiß nicht. Hat deine Figur Haare? Ich weiß es eigentlich auch nicht. Spielt deine Figur in einer Kinderserie? Nein. Darf deine Figur aus einem Spiel? Aber er spielt Spiele, ja. Aber nein. Ist deine Figur kleiner als du?
Nein. Sonst wär's ja Lan. Habe ich ja schon öfters gesagt. Ist deine Figur ein Gott oder eine Göttin? Nein. Ist deine Figur böse? Wahrscheinlich, nehmen wir mal lieber. Spielt deine Figur in einem Kinofilm? Nein. Ist deine Figur älter als 100 Jahre? Das bezweifle ich. Dann wäre er, glaube ich, nicht so fit. Existiert deine Figur wirklich? Ja. Kann deine Figur Deutsch? Ja. Ist deine Figur durch das Internet bekannt geworden? Ja. Ist deine Figur ein Gamer? Nicht wirklich. Er zockt nicht. In dem Sinne. Ist deine Figur weiblich? Nein, ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Nein. Ist deine Figur durch TikTok bekannt geworden? Nein. Ist deine Figur durch die Musik bekannt geworden? Nein. Sagt mir nicht, der riet das auch nicht. Ist deine Figur deutscher YouTuber? Nein. Wohnt deine Figur in Deutschland? Ja. Ist deine Figur älter als 30 Jahre? Das weiß ich nicht. Sieht man das Gesicht deiner Figur? Nein! Hat deine Figur eine Maske? Sag mir nicht, er errät es. Ja. Leute, die 24. Frage, ich hab Gänsehaut. Hat deine Figur etwas mit dem Game Master zu tun? Ja. Ist deine Figur verheiratet? Das weiß ich nicht. Der maskierte Hater? Was? Wer hat die maskierte Hater genannt? Gilt das jetzt? Ich meine, man sieht unten, dass es der Game Master ist. Aber seit wann ist er ein YouTuber? Und seit wann heißt er ein maskierter Hater? Aber okay, man kann ihn auch gerne so nennen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich ja oder nein sagen soll. Was meint ihr, Leute? Ja oder nein? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Ich sag einfach mal ja. Kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Figur. Und ich bin gespannt, ob er das errät. Und das ist sie hier diesmal. Ist deine Figur deutscher YouTuber? Das wird gleich direkt gefragt. Nein, definitiv nicht. Lebt deine Figur wirklich? Ich weiß nicht. Aber ich glaube eher nein, weil sie ist ein Roboter. Trägt deine Figur Kleidung? Ja, ich habe das Gefühl, das wird er schneller herausfinden. Spielt deine Figur in einer Serie? Nein. Kennt man deine Figur aus einem Film? Ja. Ist deine Figur böse? Sag mir nicht, das errät er so schnell. Hat deine Figur in einem Horror? Wie geht das? Wie geht das? Das macht mir Angst. Ja. Hat deine Figur einen eigenen Online-Shop? Ich hoffe nicht. Trägt deine Figur den Atlas? Hä? Nein. Wieso sollte sie einen Atlas tragen? Ist deine Figur eine Puppe? Ja! Ist deine Figur ein Roboter? Ja! Leute, bei Frage 13. Hat deine Figur langes blondes Haar? Ja. Ah! Er weiß es! Er weiß es! Punkt für Akinator, Leute. No way! Es ist unmöglich. Grimace war super schwer. Hat er nicht herausgefunden. Aber Megan und den Game Master. Kommen wir jetzt zum kleinen Geist hier. Habe ich euch ja versprochen. Ist deine Figur weiblich? Ja. Kennst du deine Figur persönlich? Alter, die Frage ist sehr persönlich. Woher weiß er das? Wo ist deine Figur? Weiß er, wer ich bin? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Hat deine Figur dich auf die Welt gebracht? Nein. Sie ist nicht meine Mutter. Ist deine Figur der... Ist was? Historikus? Ist deine Figur ein Königssohn? Alter, ich habe doch gerade gesagt, sie wohnt mit mir im selben Haus. Ich wohne nicht in einem Schloss. Nein. Ist deine Figur am gleichen Tag wie du geboren? Nein. Trägt deine Figur einen Neoprenanzug? Stellt euch mal Fluffy vor, einen Neoprenanzug? Nein. Haben du und deine Figur dieselben Großeltern? Nicht, dass ich wüsste. Wir sind zwar beide mit langen Haaren hier am Start, aber nein. Ist deine Figur ein Mensch? Ja, kommst auch mal drauf, ne? Nee. Ist deine Figur schlauer als andere Figuren? Eigentlich, sie ist sehr schlau. Sagen wir mal ja. Hat deine Figur etwas mit dem Eldenring zu tun? Nein. Er weiß überhaupt nicht, wen ich meine. Ich wollte gerade sagen, er schafft es nicht. Und bellt. Bellt deine Figur ja. Dein Hund? Das zählt nicht. Nein. Ist deine Figur ein Hund? Ja. Aber wir meinen einen speziellen Hund. Ist... Nein. Stammt deine Figur aus Baden-Württemberg? Nett dort, aber nein. Wohnt deine Figur bei dir? Ich sag jetzt einfach mal nein. Mal gucken, ob er es so errät. Wohnen du und deine Figur im gleichen Haus? Nein. Kann deine Figur sprechen? Nein. Ist deine Figur über 14 Jahre alt? Nein, sie ist 3 geworden. Kann deine Figur mehr als 3 Sprachen sprechen? Nein. Sie kann nur bellen. Kennt deine Figur den Google-Übersetzer? Ich wünschte. Nein. Hat deine Figur Hasenohren? Nein. Habe ich den Akinator zum Abstürzen gebracht? Ist dir deine Figur sehr wichtig? Ja. Fährt deine Figur gern Skateboard? Nein. Wir sind schon bei 26. Liebt deine Figur Gurken? Nee, sie mag lieber Äpfel. War deine Figur schon mal in Berlin? Nein. Hat deine Figur schon mal Akinator gespielt? Nein. Oh, wir haben einen Pom hier. Den Hund eines Bekannten. Nein. Aber wir haben einen Pom hier. Hat deine Figur schon mal in den USA gelebt? Nein. Ist deine Figur bereits... Nein. Hat deine Figur Hundeohren? Ja.
Wohnst du und deine Figur im gleichen Haus? Wir sagen wieder nein. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Ja. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Nein. Ist deine Figur schlank? Sie ist normal. Ich weiß nicht. Hat deine Figur schwarzes Fell? Mm-mm. Lebt deine Figur mit einem Mann zusammen? Nein. Wohnt deine Figur in Hamburg? Ja, aber was für eine Figur? War deine Figur ein Mensch? Nein. Oder für den Akinator, weil den brauchte ja diesmal ziemlich lange, aber eigentlich hat er es ja erraten. Jedenfalls super creepy. Einige Fragen sind so unheimlich, weil ich frage mich dann, wie kommt er plötzlich darauf? Das hat gar nichts mehr mit den Fragen davor zu tun und plötzlich, zack, macht es bei ihm Klick. Wie geht das? So spooky. Lasst mich unbedingt wissen, ob ich das öfters mal mit euch spielen soll und wer es als nächstes sein soll. Wen soll der Akinator erraten? Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so da lieb. Bye!